Hallo Marius Ebert hier. Unsere Frage heute lautet: Was ist das Grundproblem bzw. was ist die Grundaufgabe der Wirtschaftswissenschaften? Fangen wir mal hinten an. Was sind denn die Wirtschaftswissenschaften? Nun, Wirtschaftswissenschaften kann man verwenden als Oberbegriff für die Betriebswirtschaftslehre BWL und die Volkswirtschaftslehre VWL. Und was der Unterschied zwischen den beiden ist, haben wir im letzten Video beleuchtet. Deswegen jetzt sofort zu der Frage, was ist das Grundproblem? Und wenn man dieses Grundproblem formuliert, sieht man gleichzeitig, dass man hier von einer Annahme ausgeht, die man allerdings relativ häufig auch dann bestätigt sieht, nämlich das Grundproblem ist Knappheit. Knappheit von allem Möglichen, Knappheit von finanziellen Mitteln, Knappheit von Zeit, Knappheit von Personal. Knappheit also als sehr allgemeiner Oberbegriff. Knappheit, das ist eine Annahme, eine Prämisse. Man nimmt also an, dass wir geprägt sind von Knappheit und sehr viele Menschen sehen das bestätigt auch, wenn sie sich ihr Einkommen anschauen, das, was sie netto auf dem Konto haben und es in Verhältnis setzen zu ihren Wünschen zum Beispiel, dann spricht man auch von Knappheit und man muss sehen, dass man sein Einkommen, ja, und damit sind wir bei der Grundaufgabe. Was ist dann die Grundaufgabe? Man muss sehen, dass man sein Einkommen, allgemeiner gesagt, seine Ressourcen optimal verteilt. Das heißt, die Grundaufgabe ist die optimale Allokation. Allokation ist nur ein schlaueres Wort für Verteilung, optimale Allokation der Ressourcen. Und Ressourcen sind eben jene knappen Mittel, die ich gerade erwähnt habe. Das kann sein Geld, das kann sein Zeit, das kann sein Personal. Das kann alles Mögliche sein. Die optimale Verteilung dieser knappen Mittel ist die Grundaufgabe der Wirtschaftswissenschaften. Alles Gute, Marius Für Ebert. Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.